Machen wir weiter? Ja. Gut, wir kommen zum zweiten Vortrag am heutigen, vermutlich 14. Treffen des Curry Clubs. Und der ist von Marc Alvis und der wird spannende Dinge beweisen. Genau, also ich bin hier immer dabei, hinterher zu hecheln. Hier wird immer ohne Beweis irgendwas behauptet und dann werden dann vielleicht Tests gemacht und sowas. Ich bin jetzt irgendwo bei letzten Dezember hinterher gehechelt, also eine Aufgabe von den beiden Haskell-Workshops. Da habt ihr ziemlich viel Material produziert. Ich habe zu Hause auch da ein bisschen mehr schon bewiesen, aber das ist nur die Aufgabe 12. Und das ist zur Erinnerung, also von beiden Blättern die Aufgabe 12. Runlengths-Encoding zur effizienten Speicherung von Daten mit vielen Zeichenwiederholungen bietet sich an. Nicht jedes einzelne Zeichen, also die Rechtschreibfehler hier tun wir nicht korrigieren, sondern Zeichen mit der jeweiligen Anzahl Wiederholungen zu speichern. Also hier war so ein Beispiel, Encode, und dann kommen hier so 4 A's, 1 B, 2 C, 2 A, 1 D, 4 E, und dann soll dann so eine Liste rauskommen, die das so kodiert. Also 4 A, 1 B, 2 C und so weiter. Was bedeutet die Ecking kann man bei Listen? Also hier Haskell ist das. Das ist hier Haskell. Das ist Haskell. Haskell hat mehr Syntax als List. Also Blatt 1 sagt, implementiere die Funktion Encode. Die sollen String, also das ist eine Charakterliste, das ist ein String in Haskell, in so eine Liste von Paaren überführen, und das ist dann hier der Integer, der gibt an, wie oft dieser Charakter vorkommt. Und die Umkehrfunktion, die Code, soll also hier so eine Liste von diesen Paaren mit dem Integer und dem Charakter wieder so ein String überführen. Das war also der erste Teil. Und der zweite Teil am zweiten Blatt war, überprüfe, dass die implementierten Funktionen Encode und Decode tatsächlich inverse voneinander sind. Und dann hat man das mit QuickCheck gemacht. Das war eine tolle Sache. QuickCheck ist toller als ohne QuickCheck. Und das tut systematisch Fälle, Eingaben aufzählen, und dann kann man irgendwie Prädikat eingeben, wo die Ausgabe überprüft wird. Und dann kriegt man systematisch halt ein paar hundert, paar tausend oder mehr Fälle. Das ist besser als nichts, aber das ist kein Beweis. Also überprüfe heißt, dass man ein paar Beispiele macht und Plausibilitätstests macht. Also das ist auch gar nicht so lächerlich hier. Ich weiß nicht genau, im Englischen hättest du vielleicht verify geschrieben oder sowas. Es gibt auch Leute, die also sowas dann als Verifikation bezeichnen. Aber für mich ist das wirklich proof to proof. Also überprüfe, wir machen Beweis. Und das machen wir jetzt. Und da machen wir jetzt ohne großes Drumherum reden, weil wir nicht mehr so viel Zeit haben. Und ich möchte den Beweis, also es ist alles eigentlich das hier. Und da ist noch der zweite Teil, der gar nicht, kann man darüber diskutieren, ob das Blatt das verlangt hat. Nee, ich habe das einfach komplett durchbewiesen, alles. Und dann, das hat eine ganze Zeit gedauert, bis man dann so rausfindet, was man da eigentlich wirklich sagen will und was man zeigen will. Und das ist alles ein Vorgang, und den möchte ich hier ein bisschen vorführen. Wo ist denn jetzt mein? Da ist es. So, also, bei Isabel haben wir nur einen Editor, eine Umgebung, wo alles gemacht wird und alle möglichen Sprachen integriert sind. Und die Aufgabenstellung war, also wir müssen formal sagen, dass wir in so einem Kontext Main sind, End. Das ist unser Arbeitsblatt, das müssen wir formal erstmal festlegen, das ist einfach so ein Boilerplate. Da drin können wir jetzt arbeiten im Arbeitsbereich hier. Und da habe ich schon ein bisschen was getippt, damit das schneller geht. Also wir sollen hier eine Konstante machen, eine logische Konstante. Das ist halt also jetzt so eine Terminologie aus der Logik, also eine Konstante. Encode, die irgendeine Liste von, das war hier der String, den habe ich in eine A-Liste überführt. Also diese Charakter interessieren uns überhaupt nicht. Das ist irgendeine Liste. Und dann habe ich hier nicht Integer, sondern Nat, weil wir da Anzahlen zählen wollen, also 0, 1 oder sonst was, da haben wir keine Negativen, dann müssen wir nicht drüber nachdenken, was passieren soll, dann haben wir keine Partialität drin. Ich habe das also hier totalisiert, das Problem. Also hier habe ich es verallgemeinert, eine völlig allgemeine Liste, und hier zähle ich wirklich natürliche Zahlen. Und das sind hier normale Paare und so weiter, das ist ganz normal alles hier. Und die Decode-Funktion macht es in der anderen Richtung, da habe ich die Signaturen sozusagen mal hier postuliert. Also ich weiß noch gar nichts darüber. Und hier habe ich ein paar Beispiele, also die Beispiele aus der Aufgabe da kopiert. Also Encode, und dann waren diese 4 A's und diese bla bla bla. Und das Decode, das habe ich vom Arbeitsplatz kopiert. Und hier unten stehen also die Theoreme, die wir beweisen, oder es ist mal unser erster Versuch hier, dass wir sagen, also Decode von einem Encode. Also nach dem Encodieren wenden wir einen Decode an, dann soll das Gleiche rauskommen. Und dann möglicherweise das auch in der anderen Richtung. Ich weiß nicht, ob das bei dem Blatt gemacht wurde. Also das ist jetzt der Anhang, den ich gemacht habe. Aber wir wollen, dass die inverse voneinander sind. Schauen wir mal, wie weit wir da kommen. Also. Hey, kurze Frage, weil ich Isabel nicht kenne. Was ist sozusagen Isabel? Und alles.
Das heißt also auch das, was da in Tütelchen drin steht, das wird von Isabel gepasst. Ja, also es ist hier ein Editor, das ist eine formale Dokumenteneditierumgebung. Und wenn ich hier was eingebe und ich möchte wissen. Oh, Kabel ist weg. Ich darf da nicht hinfassen. Also, Texteditor auf der Oberfläche, und wenn ich nicht weiß, was ist, dann frage ich das System. Und was hier steht, ist ein Term der Logik, ein Typ der Logik. Wenn ich hier ist, dann eben der Typ der natürlichen Zahlen. Das hier drüben ist dann halt irgendwie eine Konstante. Also ich habe hier ein multilinguales Framework, wo alle möglichen Sprachen integriert sind. Ein Editor, alles integriert, und ich spiele jetzt so, ich orchestriere so. Also ich bin hier der Dirigent, der so ein ganzes Symphonieorchester in diesem einen System orchestriert. Und das wird so ein bisschen rauskommen, während ich hier jetzt tippe, hier irgendwas produziere. Aber also mein Punkt war der, dass jetzt Isabel so einen Listentyp schon kennt, ist sozusagen ein Vorteil, weil das sozusagen 1 zu 1... Das ist in Main drin, das habe ich hier importiert. Vielleicht noch als Kontext, also Isabel ist auch ein Proof-Assistant-System und auch das kommt alles raus. Ja, mir ging es nur darum, dass wir relativ isomorph von dem Pascal hier hin matchen, dann ist sozusagen... Ja, also wir schauen mal, ob es... Das müssen wir nicht noch neu definieren. Also ich muss hier sehr viel weglassen heute. Es ist auch nur ein Anhang vom letzten Vortrag, dass ich in der gegebenen Zeit möchte zumindest zu dem einen Beweis kommen. Ja. Und es ist so gemacht, dass also ich tippe hier so Sachen ein, und es sind auch kurze Zwischenfragen erlaubt, aber es ist sehr knapp. Und das ist so ein Running Gag geworden, dass wir also vom Hundertstel ins Tausende kommen. Isabel ist einfach alles. Ich sage immer nur das System. man kann alles damit machen. Also das ist in gewissermaßen die Aufgabenstellung. Jetzt habe ich das Beispiel hier schon hingemalt. Ich frage mal das System, du, was ist denn hier der Wert von diesem Ausdruck? Und dann sagt das System mir, naja, das ist das, also da hat sich nichts verändert. Wir haben ja noch nichts gesagt. Also das ist einfach nur syntaktisch ein Symbol, also ein Konstantensymbol, wir wissen noch nichts. Das System kann das nicht irgendwie normalisieren oder in eine kanonische Form bringen. Wenn ich jetzt den hier, dann hat er jetzt diese 4 hier in so Successor von irgendwas normalisiert, aber den Rest eigentlich nicht normalisiert. Also wir müssen eigentlich erstmal da was definieren, und zwar dieses Encode und das Decode definieren wir, und ich mache das in der anderen Reihenfolge dann. Ich mache erst das Decode, weil es einfacher ist. Ich vertausche das hier mal. Nee, das wollte ich dahin tauschen. So. Und was wir hier auch machen, ist ein Dokument. Also machen wir hier schöne Überschriften. So viel Zeit müssen wir uns da noch nehmen. Decode. So. Decode. Also es ist so eine Art formales LaTeX, wenn man so möchte. Also es ist wird so ein bisschen wie TechMex sein. Also kann man sich auch so vorstellen. So, und hier unten haben wir jetzt, da schreibe ich dann mal hin, Correctness oder sowas. Okay, so, das werden wir jetzt immer mehr verfeinern, bis dann also hoffentlich da Beweise und sowas rauskommen. Jetzt muss ich mal hier das Decode definieren. Also wir haben jetzt diese Form, wo immer diese Zahlen stehen, also wie oft soll dieses A da sein, und das will ich so ausexpandieren. Also definiere ich das. Dann mache ich jetzt hier eine Funktionsdefinition. Mit Pattern Matching, also wenn ich dann eine leere Liste reingebe, Eckklammer ist hier leere Liste, kriege ich eine leere Liste wieder raus. Das ist eine Definition, und da sagt das System, naja, okay, ist eine Definition, aber da fehlt irgendwie dieser Cons-Fall, da wurde nichts gesagt. Also wird dann hier undefined, das ist einfach in der Logik dann eine unspezifizierte Konstante hier. Wir sind hier in mathematischer Logik, da gibt es also wirklich unspezifizierte Dinge. Wir müssen nicht genau wissen, was die Dinge sind. In der Programmiersprache habe ich genau vorgegebene Dinge. Wenn da was undefined ist, ist das irgendwie ein Exception-Zustand oder ist irgendwas, was nicht terminiert oder so. Aber hier wissen wir das undefined nicht. So, aber ich mache jetzt mal den zweiten Fall noch, damit dieser undefined-Fall wegfällt. Also, wir haben jetzt hier so ein Cons mit so ein paar, also n mal x und ein Rest. Und jetzt hier zur Erläuterung, also das ist Cons, dieses Hash-Ding, das kann ich hier fragen, kann ich hier auch so rum. Also hier ist der Datentyp der Listen definiert in dem Main-Kontext. Das Cons hat diese Notation. Das wäre im Skin der Punkt gewesen, Head und Tail, und dann verwenden wir diesen Hash als, das ist aus der Standard-Library, aus dem Batteries Included von Isabel. Also, wie machen wir das? Wir nehmen jetzt n mal ein x und dann machen wir das rekursiv weiter. Und da haben wir schon was, also wir replizieren n mal das x und appenden einfach die Dekodierung von dem Rest. Dieses Replicate kann ich dann hier mich vergewissern. Replicate
0 von x ist eine leere Liste und Replicate Successor von n bis x, dann mache ich einen cons und repliziere hier weiter. Da habe ich hier diese Piano-Darstellung, diese Datentyp-Darstellung der natürlichen Zahlen und die korrespondiert praktisch mit dem cons, was ich hier mache. Ich blase das, mache da halt n Stück, das ist klar, ja, das hat jeder verstanden. Und dann kann ich diesen Value, das System fragen, du, was ist denn jetzt die Normalform von dem Ausdruck, also die Code und dann viermal ein A, okay, da stehen jetzt vier A's, einmal B und so weiter, dann kann man sich von überzeugen, dass das plausibel ist, dass wir da das definiert haben, was wir im Sinn hatten. Ich könnte da was hinschreiben, was anderes bedeutet. Typischerweise macht man solche Fehler und dann kriegt man seine Beweise nicht durch und so weiter. Aber das, ja, also hier ist das einfach genug. Haben wir sozusagen den Teil der Aufgabe schon gelöst. Und jetzt machen wir unsere Hausaufgaben hier fertig. Also jetzt haben wir hier mathematische Logik stehen, Isabel Hohl, und machen jetzt Export Code. Die Code in StandardML. Und jetzt machen wir da noch ein bisschen mehr. OCaml, Scala, Haskell. So schnell mache ich meine Hausaufgaben. Da muss ich nicht mal die Syntax all dieser Sprachen lernen. Das war ja für die Neulinge und ich war nicht da, also ich arbeite hier nach, diesen Kursus da. Also das ist StandardML, da hat jetzt für uns Florian Haftmann das alles auskompiliert, dass also diese rein mathematische Definition einer terminierenden Funktion über einen algebraischen Datentyp hat er jetzt so auskompiliert, dass das im Bildbereich der Sprache StandardML dann die gleiche Semantik implementiert. Das könnte auch noch mehr machen in der Programmiersprache, aber das was ich hier in Hohl reingeben kann, kommt in SML richtig raus. Die Kernnummer ist eigentlich gerade effizient. Naja, also, ja okay, da kann man aber die Repräsentierung auch verändern, da kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten und du kannst dann auch das jetzt mit dem Int-Typ identifizieren im ML-System und das ist effizient, das ist dann ja, das GMP, also das ist eine normale mathematische... Kannst du dann beweisen, dass das gleiche ist? Im Prinzip, also dieser Compiler müsste irgendwie durchbewiesen werden und Lars Huppel ist mit seinem Promotionsprojekt da mit beschäftigt mit solchen Fragen. Hier ist das Teil der Library, die ist so annotiert, dass, wenn man sagt, so ähnlich wie diese Makroprogrammierung, dass diese Formen dann die Formen in der anderen Sprache übersetzt werden. Hier kann man OCaml schnell noch lernen, es ist notationell ein klein wenig anders, dasselbe wie StandardML. Und Scala ist dann so ein bisschen eigenartig, weil man dann keine Datentypen, also hat man diese Case Classes, um diese Datentypen zu emulieren. Und ansonsten ist es relativ nah an dem, also. Hier wird dann auch dieses Plus-Plus von dem Scala verwendet und so. Und hier unten, das müsst ihr natürlich hier dann im Raum wieder kennen oder das, was ist. Schauen wir mal. Also, das ist Haskell erstmal drei. Also jetzt kommt Haskell hier. Und dann, also ist hier ein bisschen so bla bla, das NAT ist jetzt hier Piano ausgeneriert worden und dann ist hier das Decode, da kommt eigentlich das raus, was man erwartet. Da ist jetzt nichts besonders Überraschendes passiert. Das ist also lustig, wäre es, wenn er jetzt noch in 20 EKC schon sieben. Also, weißt du, so Language ist Flags ja, und sowas, gell? Ja. Die Basisbeschreibungssprache ist ja Hohl. Und die ist relativ schlicht, auch vom Typsystem. Und da braucht man dann sehr wenig von Haskell. Das ist ein gewisser Vorteil auch. Aber wenn jetzt zum Beispiel, wenn es komplizierter wird, ja, ich meine, in Scala habe ich ja nicht beliebige Eliminierung von Endrekursionen. Ja, da, also. Er spucke ich schon Programme ja aus, die nicht lauffähig sind, ja? Naja, wo der Stack dann überläuft. Aber man kann. Ja, gut, okay. Man kann diese Übersetzung tunen und das machen dann die Power-User, machen das. Da, okay, da gibt es viele alternative Repräsentationen, auch diese Piano-Zahlen. Wir haben jetzt heute nicht mehr die Zeit dazu, da reinzuschauen. Also den Teil der Aufgabe habe ich gelöst schon. Also wir haben diese Decode-Funktionen dann hier in allen Sprachen, die hier unterstützt werden, die mal schnell ausgenommen werden. So, jetzt machen wir den zweiten Teil hier, der ist ein bisschen schwieriger. Encode, also die andere Richtung, ich habe die Reihenfolge vertauscht, der schwierigere Teil. Und da brauchen wir jetzt, also Run-Length Encoding, das Konzept eines Runs ist hier sehr wichtig. Also das längste Präfix von einem Element, also Run-X ist dann das längste Präfix von Elementen, die gleich dem X sind. Und den möchte ich so abschneiden können, diesen Run hier, also die der ersten vier A's, wenn ich sage Run-A. Also ich möchte die Länge wissen und den Rest wissen. Und das definiere ich mir schnell als zwei Hilfsfunktionen. Also der Run, von der Länge her gesehen, das ist so ein Argument A und dann eine A-Liste. Und dann
kriege ich die Anzahl, die da vorne dran ist, sozusagen. Also Runlengths von einem X in der leeren Liste ist 0, da sind also 0 X vorne dran. Runlengths von einem X, und jetzt haben wir da Y und YS als Rest. So, und jetzt müssen wir das uns hier anschauen. Also jetzt schauen wir halt, ob das erste hier von der Liste das X ist, und dann machen wir irgendwas, und sonst machen wir irgendwas anderes. So. Also wenn das jetzt nicht das X ist da vorne dran, dann ist da kein Run, dann ist da kein, also 0, die Länge 0. Und wenn da jetzt ein X steht, dann fressen wir uns halt da in den Rest rein. Rekursiv, Runlengths, X, Y, S. Und hier haben wir ein X ja schon genommen und rekursiv im Rest die X, die wir noch haben. Also machen wir hier einen Successor. Ich hoffe, das stimmt so. Sind wir damit einverstanden? Unsere Antwort ist ja egal. Ist Isabel Weiß sensitiv? Das würdest du bei dem 4. Juli einmachen. Also Weißbase ist völlig egal. Ich könnte jetzt da irgendwas machen. Ja, das ist jetzt nicht so. Also ich mach den Weit, das ist zu sehen, gell? Whitespace ist völlig egal, kannst du machen wie du willst. Die 0 ist tatsächlich 0. Ja, also hier haben wir jetzt natürliche Zahlen, das ist dann, ich meine, das ist hier eine Typklasse, also hier. Aber wo ist denn da, das ist doch jetzt so eine Art. Also ich, ein Element, eine Liste, und dann zwacke ich da den Run ab und zähle damit, wie viel ich. Wo ist denn die Abbruch? Also ich geht ja quasi. Also hier ist eine Abbruchbedingung, wenn ich jetzt ein Cons habe und das erste ist mein Element, was mich interessiert, mache ich rekursiv weiter, und wenn das das nicht war, breche ich ab mit 0. Und 0? Ach, ja, aber, Zahlen. Ja, klar, aber warum weißt du dann, dass es quasi jetzt das Ende der... Also, es ist eventuell nicht die Ende der gesamten Liste. Ja, hier ist das Beispiel. Also ich nehme mehr. Wir können das Beispiel ja jetzt genau machen. Also jetzt kopieren wir halt, dass man Vertrauen entwickelt und dass die Definition das macht, was man möchte. Jetzt mache ich Runlengths. Ach so. A, dann soll der, also hier sieht man A, 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 also man macht diese ganze Successor, und hier bleibt man stehen mit 0. Und dann müsste jetzt also erwartungsgemäß, naja, jetzt sehen wir schon, jetzt kommen hier, zack, 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 zack. Und jetzt bleibt symbolisch das stehen, weil das System nicht weiß, die Variable A und die Variable B unterschiedlich sind. Das sind ja freie Variablen, das habe ich im Programm nicht, das habe ich in der mathematischen Logik. Jetzt mache ich A, B und C, diese Buchstaben konkret, dann sind sie unterschiedlich. Jetzt mache ich einen Datentyp der Elemente und sage A. Ach, das waren noch gar keine Strings, oder? Das waren Variablen. Das habe ich vorhin nicht gesagt, ich habe statt den Strings da einfach freie Variablen eingesetzt. Und jetzt habe ich Datentyp-Elemente, die sind unterschiedlich. Und dann weiß das System, dass die verschieden sind, dann bricht es ab. Vorhin blieb das symbolisch stehen. Das ist ja so. Und wenn man dann eher quasi, es muss ordentlich, es muss vergleichbar sein. Also, du machst jetzt quasi für einen Beispielsatz an, wenn du jetzt sagen wirst, für vergleichbare. Es ist immer vergleichbar in der Mathematik. Bloß weiß das System nicht, ob ein beliebiges A und beliebiges B gleich oder ungleich sind. Wenn A und B völlig beliebig sind, dann können die gleich oder ungleich sein. Aber hier geht schon klassische Logik ein, insofern, als dass das if quasi, ich sage jetzt mal, immer terminiert, ja. Weil also x und y also sind gleich oder ungleich. Die Gleichheit, wenn ich nicht klassisch denke, setze ich voraus, dass der Typ A hier eine entscheidbare Gleichheit hat. Ja. Das könnte man mit Typklassen machen, das brauchen wir in UL nicht, weil alles vergleichbar ist. Das ist normale Mathematik, da kann ich alles mit allem auf Gleichheit vergleichen. Das System muss aber technisch wissen, ob das so ist oder nicht, wenn ich so ein Tool da anwende, um das zu normalisieren. Und wenn es das System nicht weiß, dann sagt, naja, da steht halt ein If-Ausdruck, mit dem weiß ich nichts anzufangen, lasse ich stehen. Und deswegen habe ich jetzt, die A sind jetzt nicht mehr blau, sondern schwarz geworden. Das sind einfach Konstanten, von denen ich weiß, dass sie unterschiedlich sind. Das ist ein konkreter Datentyp, der diese Fälle hat. Und dann hat man die Unterschiedlichkeit dieser Buchstaben. Das haben wir ja quasi noch. Das hast du aber quasi weniger gemacht, als die Aufgabenstellung wollte. Mit Strings. Also hast du zwar erst Listen genommen, aber nee, das Beispiel ist konkreter. Eine Liste aus. Ja, es ist.
Ich habe hier das allgemeiner gemacht und für meine Beispiele habe ich den Typ jetzt konkretisiert. Ach, fürs Beispiel. Ich hätte jetzt da viele Quotes hinschreiben können und String-Konstanten, okay, und das ist fürchterlich viel Arbeit, String-Konstanten, da was zu beweisen, das ist viel zu konkret. Strings machen, man muss den Unicode berücksichtigen. Ja. Also ich kann da auch in Ruhe Strings hinschreiben, das ist nervig. Kann ich machen, aber es ist nervig. Ja. Wie quotiert man die eigentlich? Naja, da muss man dann also hier solche Single Quotes verwenden. Okay. Jetzt habe ich Single Quotes. Quotes. Ja. Da kann man aber dann, also Vmax könnte man da Makro schreiben. Das kann ich hier irgendwie auch machen, aber wir wollen da nicht zu sehr abschweifen. Ja. Ich versuche das hier idiomatisch zu machen. Also wenn da jemand dir eine Aufgabe für Strings stellt, die String-Eigenschaft interessiert keinen Menschen, das ist eine allgemeine Liste. Und das ist idiomatisch sozusagen wichtig. Okay, also wir haben jetzt die Länge eines Laufs, eines Rades. Und jetzt machen wir das Gleiche für den Rest. Also ich laufe da so entlang und möchte den Ranrest, heißt das. Und da sage ich, also für welches Element das sein soll, und dann wird eine Liste auf eine Restliste abgebildet. So. Ran, Rest, X von leer. Da ist der Rest einfach leer, da gibt es nichts zu tun. Ran, Rest, X, Y, S. Das ist das gleiche wie da oben. So. Dann machen wir da auch wieder diese Unterscheidung. Also wir schauen uns halt an, ob das jetzt vorne da unser X ist. Wir machen irgendwas. So. Und wenn wir jetzt das gleich haben, dann hecheln wir da rekursiv weiter. Also wir werfen immer dieses Präfix weg, solange das gleich dem X ist. Ran, Rest, X, Y, S. Das ist der Rest von dieser Eingabe. Und wenn das nicht der Fall ist, brechen wir ab. Das heißt, wir bleiben da stehen. Also das bleibt dann erhalten. Das ist die Liste, die wir gerade anschauen. Also hier zählen wir, wie viel wir wegschmeißen. Hier schneiden wir das ab und heben den Rest auf. Das ist die gleiche Rekursion, aber ich habe zwei Funktionen aufgeteilt. Wenn man das nicht macht, werden die Beweise viel komplizierter. In Haskell würde man vielleicht versuchen, beides gleichzeitig zu machen. Und dann muss man über beides gleichzeitig einen Beweis führen. Und das sind dann drei Seiten. Und dann wird man technisch viel Unsinn. So. So habe ich es gemacht und dann habe ich die drei Seiten eingedampft hier auf das bisschen, was gleich kommt. Das ist das Ergebnis von längerem Rumwursteln an dem Ganzen. Das ist aber ganz typisch, dass man, wenn man erstmal ein Papier auf den Tisch kriegt und dann aus dem Buch, ein Mathebuch und so, und bis man dann versteht, was jetzt die eigentlichen Konzepte sind, und das ist alles aus einem Guss, Definition und Beweis ist aus einem Guss. Es gibt immer von mir diesen Spruch, Beweis durch Definition. Also du musst die Dinge so definieren, dass die Beweise nachher trivial sind. Ja. Kannst du noch vielleicht ein paar Worte sagen, warum das viel kürzer wird, wenn man zwei verschiedene Funktionen? Also dann müsste ich so Tupel zurückgeben, was da hier die mehrfachen Werte waren in Scheme. Und dann muss ich plötzlich Tupelprojektionen da so hin und her rüsten. Das ist einfach technischer Unsinn, der ständig im Weg steht. Tupel sind schlecht, deswegen curvet man eigentlich alles. Und hier habe ich einfach die beiden Teile der Operation. In Whole wird alles gecurried. Wenn man da Tupel hinschreibt, dann hat man viel Mühe. Also manchmal muss man das und dann muss man sich da durchrüsten durch die ganzen Records und Tupel und so. Es ist viel Mühe. Hier habe ich gewissermaßen die beiden Teile der Funktion, die zwei Sachen liefern soll, nämlich die Zahl hier und den Rest, so aufgedröselt. Und die benutze ich jetzt natürlich für meinen Encode zusammen, diese beiden Teile. Also jetzt machen wir unser Encode. Und wenn ich eine leere Liste kodieren will, das ist einfach wieder eine leere Liste, da gibt es nichts zu tun. Und jetzt habe ich jetzt X und Y geschrieben, X und XS, das möchte ich kodieren. So. Also wir sehen hier vorne ein X und dann ist da irgend so die Restliste. Und jetzt kodieren wir mal, also wir rekursiv wird dann hier hinten einfach, also da läuft man den Lauf zu Ende, dann sind alle X da weg und macht damit weiter. Und hier vorne tun wir jetzt die eigentliche Information von dieser Codierung rein, das wird dann dieses Paar und da haben wir dann, die Länge habe ich jetzt da vorne, genau, das ist schon richtig, also ran, längs, X, wir schauen jetzt wie viele. Also das ist das Paar mit der Anzahl und dem Element.
Ja. Und hier müssen wir jetzt schauen, ob wir da das Richtige gezählt haben. Plus 1, also ein Successor. Also 1 habe ich ja hier schon weggenommen. Ja. Und dann der Rest zählt mir dann, wie viele da noch sind. Also muss ich einen Successor. Dieser Cons wird sozusagen wieder zu Successor. Das geht hin und her. Und das ist auch so ein Trick. Also wenn ich diese Piano-Zahlen nehme, gehen die Beweise schneller und einfacher. Weil das einfach korrespondiert, dieses Konsen und dieses Successor. Wenn ich da down mit plus 1, was dann auch noch da hinten steht, dann muss ich da irgendwie rumkaspern mit Arithmetik oder so. List-Cons und Piano-Successor ist einfach enger Zusammenhang. Also das ist fürs Beweisen besser. So, und jetzt schauen wir mal, was hier der Fehler sagt. Hier sagt jetzt, also du bist da noch nicht fertig mit deiner Funktionsdefinition. Und hier ist ein rekursiver Aufruf, also der Cons-Fall wurde hier mit RAN-REST, das ist hier drüben dieser rekursive, da wurde versucht mit dem Maß der Listenlänge einen Terminierungsbeweis zu machen, der fehlgeschlagen ist. Also wir müssen die Terminierung selber beweisen. Das hat uns das oben, das war einfach strukturelle Induktion. Hier bei diesem RAN-REST sieht man nicht sofort, dass die volle Form der Funktionsdefinition machen, Function. Dann muss ich hier so Boilerplate machen, dass das tatsächlich eine Funktion ist. Das liest man einfach im Manual nach, da muss man nicht groß drüber nachdenken. Und jetzt müssen wir die Terminierung von dem Ganzen explizit beweisen. Das muss man eigentlich immer machen, bloß das System macht es meistens selber. Also die Terminierung von dem Encode, und da gibt es, im Manual sind da so Standardschemas, wie man das macht. Dieser Fehler, die Fehlermeldung sagt ja irgendwas mit Measure Length oder sowas. Und wenn man sich im Manual das ein bisschen anschaut, da gibt es so einen Baukasten. Hier ist so eine... Du musst wahrscheinlich ein Stück höher scrollen. Hier aus dem Main-Kontext, da gibt es noch eine Measure-Funktion, die nimmt hier so eine Bewertungsfunktion. Also irgendwelche A's werden irgendwie von der Größe her bewertet und macht daraus eine Relation, also A kreuz A Set. Das ist hier eine alte Notation, das ist auch eine alte ASCII-Notation, das ist ein Funktionraum und das ist einfach eine normale Tupel. Und das Measure ist dann das inverse Bild der Less-Than-Relation. Das ist hier nur so formaler Nonsens. Hier unten ist das charakterisiert. Das Paar ist in dem Measure F, genau dann, wenn das F von X kleiner F von Y ist. Es ist nur das, was man, und das ist dann fundiert. Das ist eine terminierende Relation. Das gehört also zu der ganzen Theorie dahinter. Und wenn man das ein bisschen einmal gesehen hat oder so, dann sieht man sehr schnell, wie man das benutzt. Hier sage ich jetzt, naja, mach mal einen Terminierungsbeweis mit der Relation, die so konstruiert ist. Und dann schauen wir uns an, was da fehlt. Jetzt muss ich wahrscheinlich das hier wieder hoch machen, dass man sieht. Wir müssen die Fundiertheit, das heißt well-founded hier, von diesem Measure-Length zeigen. Das ist aus der Library, das ist trivial. Und dann müssen wir zeigen, dass dieser rekursive, die Situation hier, da war doch rekursiv das RAN-REST und im Argument war dieses CONS, dass das hier in der Relation liegt. Also dass das echt kleiner ist als das hier im Sinne des Maßes. Das müssen wir zeigen. Das ist ein normaler, das lernt man im ersten Semester Informatik, wie man sowas macht, glaube ich. Ja, und das machen wir jetzt. Das machen wir jetzt so. Und schauen, was übrig bleibt. Und was hier übrig bleibt, ist das hier. Das ist das nicht offensichtliche gewesen, was das System vorhin nicht von alleine konnte. Dass also die Länge von diesem rekursiven Aufruf kleiner als Successor von der Länge ist, also kleiner gleich. Das muss also monoton sein. Und es ist immer besser, also diese Terminierungsargumente gehen immer mit dem echt kleiner und die gehen am besten immer mit diesen Datentyp-Konstruktoren. Deswegen habe ich da vorhin auch diesen plus 1 oder so gemacht. Das heißt, wir tun jetzt das hier als ein Lemma eben mal schnell noch beweisen. Also RAN, REST, Length. Genau, genau. Oder Jada, 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 plus 6 dann. Also es ist eine freie Variable für den Beweis. Was war der Joke? Ich dachte, jetzt sind die alle Sprachen durch. Also es gibt es, glaube ich, nur Error. Ja, dieses Sorry-Schlüsselwort stammt aus Lisa MSE. Da gab es Thanks, this is a nice proof. Sorry, your proof doesn't work. Das war so für Verdenken so ein System und da habe ich das übernommen. Jetzt weiß also das Internet, warum das Sorry heißt. Das deutschsprachige Internet weiß, Visa MSE war so ein kanadisches so ein Lehrsystem, wie Studenten mathematische Beweise machen. Da gab es Thanks und Sorry.
findet jeder sehr lustig und denkt, ich hätte das mir ausgedacht. Das, gut, wir haben jetzt also dem automatischen Simplifier hier gesagt, ja, also wenn du das siehst, vereinfache das und dann ist fertig, dann ist das erledigt. Wir müssen dieses Loch noch füllen. Und hier, das ist jetzt auch erstes Semester Informatik, hier gibt es eigentlich nicht viele Möglichkeiten. Also wir haben eine Funktion, diese Restfunktion, die haben wir, wenn wir da auch die Definition nochmal anschauen, da sind wir strukturell über die Liste hier gegangen. Normale Listenrekursion, dass wir hier den Nilfall und den Konzfall ganz noch kanonisch rekursiv abarbeiten. Das heißt, ich mache Induktion über dieses Argument, dann kriege ich genau wieder diese Fälle und darf das rekursiv dann benutzen, dann macht man das schnell. Also induct xs, das System weiß jetzt, dass das hier vom Typ her Liste ist und dann schauen wir an, was hier fehlt. Also wir müssen es jetzt für den Nilfall zeigen, was wir hier behaupten, und dann für den Konzfall, aber da dürfen wir das, was wir gerade zeigen, schon annehmen. Also das ist ja unsere Behauptung, das ist die Induktionshypothese, die dürfen wir annehmen, und wir müssen das aufblasen für einen Schritt, also für einen Konz. Und jetzt tun wir das hier einfach mal so mit Auto, das ist automatisch, also das ist einfach symbolisch klar, naja, weil ich das so schön hingeschrieben habe, da ist ja mit Sack und Konz und so, das war alles, ist alles völlig kanonisch, da passiert nichts. Also es ist so ein ISA-Doppelschritt, da sage ich Induktion und dann ist fertig automatisch, damit symbolisch. Jetzt haben wir... Muss ich noch sagen, das ist Induktion. Das habe ich hier gesagt, also ich habe hier, ISA-Doppelschritt hat hier diese Initial Proof Method, sage ich Induktion, dann spielt sich so auf und dann schließen wir das automatisch. Und jetzt sind wir fertig. Also wir haben jetzt die Aufgabe... Ja, eins haben wir gelöst, wir haben es nämlich definiert und die Terminierung gelesen. Ja. Und wenn wir das symbolisch uns anschauen, kriegen wir das hier so raus. Und jetzt machen wir unsere Hausaufgaben mit dem System, weil ja das sollte in Haskell gemacht werden. Also kopiere jetzt meinen ganzen Code Generation Setup hier runter. Und jetzt habe ich da Decode schon exportiert. Und jetzt muss ich das hier so machen. Code. Und jetzt habe ich die Hausaufgaben für alle vier Sprachen erledigt. Also das ist jetzt Haskell hier unten. Genau, da haben wir jetzt Teil 1 vollformal gelöst. Also wir haben totale Funktionen innerhalb von OL, mathematische Logik eingeführt, über konkrete algebraischen Datentypen. Total was bestimmt, was zufälligerweise aussieht wie eine Berechnung. Und dann kann ich das also in der Programmiersprache auch so aussetzen. Aber ich habe jetzt nur die Sachen definiert. Also ich habe sozusagen ich muss ja zeigen, dass das eine totale Funktion ist, also die Terminierung und so, das kann auch schwierig sein. Ich habe auch eine Frage zu dem Tupelnamen. Zu dem was denn? Bei Encode X Raute XS, da hat man ja das Tupel aus dem Successor von Runlength und aus X. Genau. Weil... Also wir machen immer so ein, hier ist die Anzahl der X und hier ist dieses... Ach, ja. Also wir haben hier ein X schon, da brauchen wir den Successor, rekursiv alle X, die hier noch kommen. Kommt dann auch. Ich habe praktisch, also ich muss da eins noch dazu nehmen. Also das ist die Run längs von dem Rest und das ist der Rest hier. Jetzt habe ich wieder mal. Kommt das? Ja. So, das ist hier ein bisschen gut. Hier sieht man auch, also ich wollte ja die Funktionen hier separat verwenden. Wenn ich jetzt hier eine Funktion, die zwei Ergebnisse liefert, gemacht hätte, hätte ich das Tupel hier zerlegen müssen. Und wenn man meine History von dieser Aufgabe anschaut, hatte ich das. Und das bläht die Sache total auf und bringt nichts. Es ist einfacher, gleich diese beiden Projektionen. Ich mache diese zwei Sachen hier. Jetzt würde ein Haskell-Mensch sagen, ja, aber das ist doch, oder ein L-Mensch vielleicht, warum gehst du zweimal die Liste runter und so. Aber das ist hier Mathematik. Die Effizienz heißt, wie schnell kriege ich meinen Beweis durch. Und wie einfach ist der Beweis. Wenn ich den generierten Code noch tunen will, dann beweise ich halt dann noch was anderes, dass das einer anderen Funktion entspricht und setze die in den Compiler ein. Und so, das macht man nachher, wenn man die Beweise fertig hat. Also man optimiert Code auf Klarheit und Beweisen. Das ist auch eigentlich gar kein Code, das ist Mathematik, was wir hier machen. Das sieht zufälligerweise aus wie eine funktionale Programmiersprache. Das ist normale Mathematik. Hier haben wir das Beispiel von vorhin. Da kommen jetzt diese Piano-Numerale da wieder raus. Also hier haben wir jetzt vier A's, ein B und zwei C's und so weiter. Ich könnte das jetzt, den Compiler, das Value verwendet auch diesen Code-Generator. Das könnte ich jetzt hier schnell noch verändern, dass wir hier was importieren. Ja. Isabel Home heißt das. Das ist einfach das System selber. Damit ich, also... Ja. Isabel ist ja alles und das ist die Wurzel von
Insourcen von allem. Ah, besser als ein eigenes Wort. Ja, 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 ja. Bevor ich da einen festen Pfad reinschreibe. So, da wird von der, es wird sowohl binär als auch die native Darstellung der Zielsprache verwendet. Das sehen wir hier in dem generierten Code, glaube ich, weil dann das NAT ist jetzt so ein markierter Integer, das ist ein Newtype, und dann ist da noch so ein NUM-Typ, NUM ist die Darstellung, die symbolische Darstellung in Bool, und das wirkt sich auch hier aus, weil der gleiche Mechanismus verwendet wird. Und dann wird auch diese Binärdarstellung verwendet und die syntaktisch, diese 4 ist so eine Binärdarstellung. Das ist ja einfach eine Syntax. Für die Piano-Zahlen gibt es keine Syntax. Für die Binärdarstellung gibt es eine Syntax, die so aussieht, wie man das erwartet. Es kommt also tatsächlich das so raus. So, jetzt haben wir sozusagen den ersten Teil gemacht, dass wir das alles sauber definiert haben und jetzt müssen wir nur beweisen, dass es richtig ist. Das schafft man noch. Jetzt kommt der eigentliche Spaß bei dem Ganzen. Und das machen wir jetzt wieder, also Encode und dann das Decode und dann soll dasselbe rauskommen. Also Induktion über die Listenstruktur. Und das Encode haben wir jetzt aber, die Rekursion folgt nicht der Listenrekursion. Und ein wichtiges Prinzip ist, wenn ich Beweise über solche Sachen mache, folge ich der gleichen Struktur. Das lernt man auch im ersten Semester der Informatik. Das ist die Rekursionsregel, die aus einer terminierenden Funktion hervorgeht. Wir haben ja hier bewiesen, dass dieses Rekursionsschema terminiert. Das heißt, wir können einen Induktionsbeweis machen, der genau dieser rekursiven Struktur folgt. Und das machen wir, indem wir hier die Regel, die aus dem Encode hervorgeht, verwenden statt der standardsyntaktischen Regel. Und dann müssen wir was zeigen, und das entspricht genau dem Rekursionsschema von unserer Funktion. Jetzt kommt das hier oben, das muss. Also, die Rekursion hatte da erst eine leere Liste und dann dürfen wir das hier schon annehmen für den Rest, dass das irgendwie gilt und dann müssen wir das für den Konstfall zeigen. Also das ist dieses gleiche Schema, was wir da vorhin hatten. Und jetzt machen wir das einfach mal so, also irgendwie Auto oder was und schauen uns an, was da fehlt. Also dieser Nil-Fall, der fällt dann sofort weg. Also für den Rest dürfen wir das hier annehmen, für diesen Run-Rest haben wir das schon. Und dann kommt witzigerweise was raus, was ziemlich gut, also das ist nicht selbstverständlich, dass das so eine schöne Struktur hat, was da unten übrig bleibt. Kommt hier witzigerweise, das wird noch gebraucht. Also wenn ich meine Run-Länge nehme und das wieder repliziere, so oft wie da eben steht, und das dann vorne anhänge, das ist hier append an den Rest, dann soll die gleiche Liste wieder rauskommen. Also diese Liste wird so, die kann zerlegt werden in eine Replikation dieser Run-Länge und einem Run-Rest. Das charakterisiert eigentlich, was wir da tun. Das ist jetzt rein, also weil ich die Sachen so schön definiert und so schön hingeschrieben habe, kommt zufälligerweise genau diese Beweisverpflichtung raus. Das ist nicht selbstverständlich. Normalerweise kriegt man da so ein Wummelt diesen Zwischenzustand, also seitenweise Zeug, was keiner mehr versteht. Aber es kommt hier zufälligerweise raus, da muss ich mir nur noch einen schönen Namen für ausdenken. Replicate Run-Längs, so. Und jetzt geben wir das hier in das Auto hinein. Dann ist das hier unten fertig. Und jetzt müssen wir das hier oben noch fertig machen. Hier haben wir Run-Längs und Run-Rest nach der Listeninduktion definiert. Dann gehen wir jetzt induktiv über die Liste darüber und sind fertig. Genau, wir sind fertig. Also man muss die Definitionen idiomatisch hinschreiben, das habe ich hier gemacht, da waren gelegentlich alternative Vorstellungen und so und das hat man nicht sofort. Also weil ich das alles so schön, dass die Pianozahlen mit diesen Listen so schön korrespondieren und das alles so schön aufgedröselt und so, und dann bleibt nichts weiter übrig als die wesentlichen Schritte, dass ich sage Induktion mit der Induktionsregel, die aus der Definition stammt, wo wir die Terminierung so schön bewiesen haben. Und dann, naja, also normale symbolische Vereinfachung und dieses wesentliche Ding brauchen wir noch und das ist selber dann nochmal aufgrund der Definition klar. Es gibt auch Leute, die dann sowas versuchen automatisch zu machen. Dann steht
nur bei Auto oder was da, aber du weißt überhaupt nicht warum. Hier steht das Wesentliche da, wenn ich jetzt die Definition ändere, komplizierter mache und so, kann ich das dann aufbohren und kann das pflegen und verbessern und so weiter. Aber ich meine, das ist im Prinzip auch sowas wie Matt in Endzügen, ne? Was heißt? Matt in Endzügen. Also ich meine, ich weiß sozusagen, Beweis existiert, das System findet den aber jetzt Matt nicht in 8 Zügen, aber in 6. Nee. Also ich habe es alles so schön hingeschrieben, dass es funktioniert. Jetzt machen wir hier unten diesen Beweis. Das schaffen wir noch in 10 Minuten. Also das war jetzt... Wahrscheinlich sogar 15 bis 20, also es ist besser hier noch 22, 30. Da haben wir sozusagen, weil ich es alles so schön präpariert habe, kommt es sauber raus. Jetzt hier, schauen wir uns das doch hier unten mal an. Da sagt das System blaues Ausrufezeichen. Und QuickCheck ist da on board, das läuft einfach in dem IDE mit. Und sagt hier, okay, also deine Behauptung ist falsch, da ist ein Gegenbeispiel. Das ist cool. Und das Gegenbeispiel ist, das war ja mit dem Decode-Endcode vertauscht. Wenn ich jetzt das hier dekodiere, kriege ich eine leere Liste raus. Und wenn ich das encodiere, kriege ich eine leere Liste raus. Hier ist so eine Redundanz drin. Diese Zahl 0 ist hier schlecht. Das ist eine Redundanz. Ich kann ja die Funktion nicht beliebig invertieren. Eigentlich kann ich die nur auf dem Bild invertieren. So war das in den Text gemeint. Ja. Ich mache das hier totaler. Also wir machen jetzt eine Vorbedingung, wann wir das invertieren möchten. Also für Listen, die wir mal normal nennen. Und dann definieren. Also, Theorem kann man dann sehen wie eine QuickCheck-Eigenschaft. Also das System ist hier so, dass alle Top-Level-Theoreme, die du hinschreibst, versucht so einen QuickCheck-Agent im Hintergrund zu widerlegen. Und wenn er das schafft, macht er dann hier so einen tollen blauen Ausrufezeichen und kriegt den Hinweis, dass das, was du behauptest, gar nicht stimmt. Das ist schon cool. Weil ich nur in 1000 mal probiert habe, ob es nicht geht. Du musst ja nicht mal mehr das Gegenbeispiel machen. Also wenn es Gegenbeispiele gibt, kann ich den Beweis nicht fertig machen. Wenn es keine Gegenbeispiele gibt, ist es noch sagt so nicht. Also wir machen jetzt eine Vorbedingung, das gilt nicht generell, das haben wir gesehen. Und jetzt machen wir eine Vorbedingung, also so eine normal, das ist so eine Liste, die hat hier solche, also NAT und dann times A List, wann ist die normal? Jetzt so. Normal, leere Liste ist immer gegeben. Dieses Zeichen inferieren mit dem mathematischen Unicode-Zeichen, das läuft genauso wie bei Text-to-Text, oder? Also vielleicht so ähnlich. Also, kleiner minus minus größer und dann. Ja, also ich habe das alles selber gemacht. Also ich habe das so ein bisschen rumgeschaut, was andere Leute machen und das ist dann. Also es ist, wie gesagt, Isabel ist das System. Es ist inspiriert von anderen Systemen, aber es ist dann alles. Selber nochmal. Ich wollte das nicht alles nachmachen, das wusste ich letztendlich. So, nx, und dann habe ich, was habe ich da geschrieben, dass ich dieselbe Buchstabe wieder habe, Rest. So, also wir gehen jetzt da rekursiv durch und was wir auf, wir verlangen jetzt, dass es n größer 0 ist und dass der Rest wieder normal ist. Jetzt habe ich eigentlich nur gesagt, dass, Moment, da muss ich jetzt hier noch. Entweder muss ich das klammern oder ich schreibe da dieses andere Zeichen rein. Also ich verlange. Was war? Also ich verlange hier einfach, dass diese Ns, die da in meiner Codierung drinstehen, größer 0 sind. Und nur solche versuche ich hier sozusagen dann zu dekodieren und wieder encodieren und hoffe dann, dass das gleiche wieder rauskommt. Und jetzt sagt dieser Quick-Check-Agent, sagt dann, nee, also da ist ja ein Gegenbeispiel. Dass man das hier sieht. Und dann sagt er, wenn du so eine Situation hast, das ist ja auch eine redundante Situation, da haben wir nicht den längsten Rand abgeschnitten, das ist nicht im Bild zufällig, also unser Bild von diesem Encode macht sowas gar nicht. Wir versuchen das außerhalb des Bildes ja. Also diese redundante Situation führt dazu, wenn du das dekodierst und encodierst, dann kommt das raus und das ist nicht das Gleiche. Also müssen wir diesen Fall auch noch mit reinfabrizieren und das ist die Frage, wie man das hinschreibt und das schreibe ich jetzt hier ab, wie ich das da gemacht habe. Wenn man das schön abstrakt macht, dann geht man den Beweis sofort durch. Also da muss ich jetzt die Situation anschauen, also die Run-Length bezüglich x und dieser Rest hier, den decode ich und das muss 0 sein. Also wenn ich den Rest dekodiere und davon, da dürfen keine X vorne stehen. Und jetzt kann der Quick-Check-Agent nichts mehr finden. Jetzt wäre im Sinne des Übungsblattes die Sache fertig.
Und jetzt haben wir eine Chance zu beweisen, dass das stimmt. Und das ist nicht besonders schwierig, aber es ist ein bisschen Fummelarbeit, die man nicht in 5 Minuten hinkriegt. Das heißt, wir gehen hier auf Cheat. Wir kopieren das hier rüber und machen das ja, so. Und da ist der Beweis. Also hier war diese Normal-Sache, die hat sich nicht verändert. Hier unten, was mache ich da? Listeninduktion. Und dann habe ich so ähnlich mit den gleichen Techniken wie vorhin. Da habe ich also hier so eine wesentliche Eigenschaft ausgefunden. Das sind alles Sachen, die sind irgendwie klar, wenn man es lang genug anstarrt. Und die ergeben sich aus dem Beweisvorgang. Und dann fummelt man das. Also es ist eigentlich das Gleiche, was wir vorhin gesehen haben mit dem Matt in 8 Zügen oder sowas. Es ist halt ein bisschen mehr Arbeit. Also so inverse Sachen sind meistens irgendwie schwieriger als die eine Richtung ist einfach, die andere ist schwieriger. Aber eigentlich passiert da nicht viel. Also aufgrund meiner schönen Definitionen und so kommt das wunderbar schön raus. Und dann haben wir, voilà, das alles bewiesen, genau, also das ist alles. Und das sind dann halt diese 1,5 Seiten. Ingo, hattest du bei der Aufgabenstellung den zweiten Teil mit Brooks? Wäre das mit drin gewesen? Oder wer hat die Aufgabe gemacht, wer hat die Aufgabe gestellt? Tim? Ich glaube, ja. Du hattest den zweiten Teil auch verlangt, gell? Oder gibt es Zusatzpunkte? Also es müsste auch diese Frage, denn gut, also man könnte es auch zeigen, dass dieses Encode immer normale Sachen erzeugt. Oder man könnte das normal weglassen und sagen, ich bin im Bild von der Funktion und dann kann ich es invertieren. Hier sagt man ein bisschen unabhängig von der anderen Definition, was man da braucht, um das invertieren zu können. Das gibt insgesamt, also es kommt dann ein Arbeitsblatt raus. Es ist nicht nur so, dass ich sage, hier Definition und jetzt Beweis, sondern so insgesamt eine Theorie, die beschreibt, was wir machen und die auch so Tools liefert, um zu sagen, dass das korrekt ist und die Beispiele, die uns erläutern, die uns hier, da haben wir schöne Beispiele oder auch Gegenbeispiele, wenn wir noch nicht fertig sind und sowas. Und das ist die typische Isabel-Arbeit und das habe ich hier bei den Slides, die habe ich jetzt gar nicht gezeigt. Also dieses quasi Programming, also wir arbeiten in der mathematischen Logik und definieren uns so Dinge und dann mit Well-Formed Disputes. Also wir machen rekursive Funktionsdefinitionen und zeigen, dass das terminiert, dass es das wirklich eine totale Funktion in der Mathematik ist. Und dann können wir so Tools anwenden, um Berechnungen zu simulieren. Und da gibt es so Auto und Simt, das ist so ein Terminal Writing mit etwas mehr. Dieses Value ist Normalization by Evaluation, da wird symbolisch normalisiert aufgrund von Gleichungen, die man schon bewiesen hat. Und hier so tatsächliche Auswertung mit dem Code-Generator, das heißt, das, was in der Logik aussieht wie ein Programm, wird dann in ein tatsächliches Programm überführt und dann kann der Interpreter oder Compiler oder die Maschine die Berechnung tatsächlich nachvollziehen, die wir in der Mathematik geschrieben haben. Und das ist ganz wichtig hier unten, diese Warnung, not every computer language is a programming language. Also ein Isabel-Dokument ist nicht Code oder auch kein Programm, das ist ein Dokument, das enthält Mathematik, das enthält bla bla, Text, erläuternden Text, das enthält Sachen, die ich als Programme auffassen kann, Sachen, die ich als Spezifikationen auffassen kann, Beweise, da können auch nicht berechenbare Sachen drinstehen, da kann was drinstehen, was überhaupt nichts mit all dem zu tun hat, weil jemand eine völlig andere Sprache erfunden hat, in die das multilinguale Framework mit integriert wird. Also Isabel ist ein Dokumentprozessor, so wie Fechmex oder wie LaTeX oder wie Word oder sonst was mit formaler Unterfütterung. Das ist die eigentliche Essenz. Wir haben hier mit Hol gearbeitet, das war die Hauptsprache, die wir gesehen haben. Gut, genau, also hier ist noch der Hinweis auf dieses Popgroove-Manual, wo Tobias Nipko dieses Paradigma Programming and Proving in Isabel Hol, also dieser Ansatz, wir tun so, als wäre es eine funktionale Sprache und dann verifizieren wir und so, das ist das Manual, was diese Sichtweise auf Isabel erläutert. Das ist auch ein guter Start, um mit Isabel irgendwas zu machen. Das ist ein bestimmter Lichtkegel auf das System. Das RLE ist das, was wir gerade entwickelt haben. Das hier, also das kommt dann wieder auf die Mailingliste. Genau, da haben wir das geschafft. Gibt es sonst noch Fragen? Wir haben noch 2 Minuten. Und zwar, also das ist wahrscheinlich eine Frage dann zu Hol. Also bei diesem Theorem, da war die Voraussetzung, war eine Funktion mit Werten in Bool. Welches Theorem? Ganz zum Schluss, da war ja, was normal heißt. Ja.
mit dem Normal, das ist so ein Prädikat, was ich... Genau, aber was ist, wenn ich jetzt ein Prädikat definieren will, was nicht berechenbar ist? Ja, dann definiere ich es halt mit der Mathematik, die ich zur Verfügung habe. Hier habe ich mich beschränkt. Also das heißt, es gibt beschränkt. Ist ja klassische Logik. Also wir haben hier normale Mathematik, Hohl ist ein Teil von normaler Mengenlehre, das ist so ein statisches... Also ich kann sozusagen existiert... Ja. Reicht dann, okay. Ja, ja. Aber dann ist die Frage, wie kann ich denn, was macht denn dann mein Übersetzer nach Haskell? Ja, der kann das halt nicht, oder sagt, geht nicht. Oder erwartet einfach, dass du ihm sagst, was für Gleichungen da bewiesen hast. Und wenn das nicht geht, wenn da keine berechenbaren Schritte dafür existieren, geht es nicht. Also da könnte ich ja Hilbert Choice machen und weiß ich nicht, wie ich das berechnen soll. Aber man macht das dann oft so, dass man für speziellere Fälle dann Gleichungen beweisen kann und die den Compiler gibt und dann kann man für diese Fälle das dann doch berechnen. Also okay, aber dann ist sozusagen diese Exportfunktion eine partielle Funktion. Auf jeden Fall. Alles ist partiell im Prinzip, also auch ein Auto und so, das ist eine riesige partielle Umgebung. Das ist eine wichtige Beobachtung. Also was wir hier machen, ist alles partiell, aber man kann sehr viel machen damit. Also hier wurde Mathematik so präsentiert, als wäre es Haskell oder sowas ähnlich, ein striktes Haskell. Und wir müssten mal eine Session machen, wo wir über die Semantik von Haskell sprechen. Das ist gar nicht so einfach. Das ist nämlich, also ich habe hier der Listentyp, hier sind normale so Bäume, aber der Listentyp in Haskell ist ja was ganz anderes. Das ist ja viel komplexer. Das kann man in Isabel auch machen, ist aber schwieriger. Die hier definierst du rein. Das ist ein normaler algebraischer Datentyp. Das ist halt ein. Also mit den 2 Minuten, die du noch hast, heute wolltest du darüber sprechen, ja, ja. Falls noch Zeit ist. Das ist also zu dem Thema ein Service-Announcement. Ich erst mal wissen wollte, ich habe die Kampferseiten nachgeguckt. Es ist so, dass der um 22:24 eine, mit der wir perfekt pünktlich zum Restaurant kommen. Gut. Das heißt, wir haben sogar noch ein bisschen Zeit. Also wir können noch weitere Fragen oder soll ich noch andere Geld? Gibt es Fragen? Ansonsten zeige ich mir Gimmicks. Sind die Listen endlich? Also diese Listen sind hier definiert. Hier steht Data Type, das heißt kleinster Fixpunkt. Hier ist so eine Gleichung, da sind die Konstruktoren, also entweder Nil oder ein Cons mit Head und Tail und davon der kleinste Fixpunkt. Und das liefert dir genau die endlichen Listen über den Typ A. Der Typ A ist ein Parameter. Und da könntest du Code Data Type machen und dann kommen da die endlichen plus die unendlichen Listen raus, also in einer bestimmten Unendlichkeit. Und das ist ein ganz eigenes Thema, das kann man hier machen und das haben wir jetzt seit ein paar Jahren, da haben ein paar Cracks da, also das ist alles eingebaut. Was man da alles machen kann, ist also sagenhaft, da müssen wir uns langsam ranarbeiten. Haskell-Semantics, algebraische Datentypen, kleinste und größte Fixpunkte und das alles formal und so, da können wir viele, viele Monate nur Mathematik und Beweise machen. Und ja, da vielleicht noch ein kleiner Frage, wenn du diese Definition den Nil-Fall rausnimmst, dann hast du unendliche Listen. Nein, wenn ich einen Co-Datentyp mache ohne Nil-Fall, dann habe ich nur die unendliche. Genau. Und wenn den jetzt ohne Nil-Fall macht, dann ist das leer und dann geht das nicht. Ich kann das, wir machen es mal nicht, das ist hier Library. Also ich gehe mal hier auf Documentation SEQ. Da wird eine Kopie der Listen gemacht. Wenn ich den Leerfall hier wegmache, ist das hier nicht erlaubt? Cannot define empty data type. Da ist kein Basisfall. Wenn ich hier jetzt Co-Datentyp mache, dann müsste das gehen. Schauen wir mal. Dann geht das. Dann muss ich aber hier die Funktion anders. Das ist eine Definition. Dieses Fun erwartet einen kleinsten Fixpunkt. Und dann gibt es ein eigenes neues Konzept, was jetzt gerade. Ja, das heißt Co-Red, glaube ich. Das ist jetzt neu. Das ist jetzt noch nicht in der Release drin. Da kann man das machen. Also da kann man sehr lange und sehr spannende Abende noch zubringen, nur über solche Fragen. Also wenn das so viel Begeisterung ist, und der Ingo ist auch schon ganz begeistert, dass wir, und das war mit Kategorien, gell, also... König auf der Homepage, Kategorie. Also da haben, also das ist so eine Theorie, Bounded Natural Functors, und da haben die sehr viel Kategorientheorie auch reingekocht und so, da gibt es mehrere Papiere, auch bei Licks und so, also es war in den letzten 3-4 Jahren alles. Das ist jetzt in der 2.16er Release weitgehend alles da. Da haben also Leute sehr hart gearbeitet und dass das alles wirklich formal durchgewiesen wird. Ja, wieder 2 Fragen. Also die erste wäre,
Ich meine, mich interessiert natürlich am Ende nicht nur, ob das Programm korrekt ist, sondern da packst du es auch, ob es in O von n hoch 3 oder O von log n läuft. Ja. Ich kann natürlich prinzipiell beweisen, kann ich alles, aber die Frage ist, ob das, ob da sozusagen auch schon was umgesetzt worden ist, um das also es haben möglichst parallel an der Syntax auch entlang den Beweis führen zu können. Naja, also Leute haben die Komplexitätstheorie ein bisschen was formalisiert. Ich glaube, was die dann in der Praxis für eine Anwendung macht, ist so, man starrt sich das so an, wie man auch ein Haskell-Programm optimiert oder ein L-Programm. Ich möchte das so gerechnet haben, dann beweise ich, dass das das Gleiche ist und sage dem Compiler, du nimm mal diese Regeln für den Code-Generierung. Und dann macht man auf dem Papier, ja, das ist linear. Wenn man das jetzt noch formal haben wollte, naja, also kann man machen, das sind Zusatzübungen. Leute haben das vielleicht in kleinen Fällen gemacht, meistens ist das. Könnte Isabelle dir helfen, eine amortisierte Komplexitätsanalyse zu machen, dass ich sage, ja, ich weiß, mein Bauch wird so und so verändert, dann definiere ich mir meine Potentialfunktion und dann sagt er mir dann, okay, bei dieser Funktion ändert sich das Potential so. Ja. Also ich habe immer die Angewohnheit, also auch bei dem vorherigen Vortrag, während ich drin sitze, suche ich immer bei AFP, ob wir das schon haben. Und es war ja der Vortrag von Tim, amortisierte Komplexität, da saß ich auch drin sozusagen mit zitternden Fingern und habe bei AFP amortized, da hat auch mehrere Papiere jetzt, also 14 hier, 7.7.14, Amortized Complexity Verified ist ein Framework, um so Algorithmen, die der Tim in seinem Vortrag vorgestellt hat, um ganze Algorithmenklassen davon dann zu beweisen, dass die eine bestimmte amortisierte Komplexität haben. Und dann schaut man also hier irgendwo rein, Gauss Theories, und dann war da was damals, was war das? Ohips. Tree, Splay Tree, bla bla bla, Splay E. Also irgendwas, da muss man sich ein bisschen durchlesen, das auch hier Okazaki zitiert. Und dann muss man hier seine Sachen erst so, also die definiert man so konventionell, so ähnlich haben wir das ja gesehen. Und dann wird hier, also das ist die reguläre Definition mit ein bisschen Beweis. Und dann hat Tobias Nipko da so Sachen vorbereitet. Am Ende, hier ist dann die Komplexitätsanalysis hier. Da wird dann irgendwie, also wir haben auch irgendwelche Maße und da ist dieses Phi hier. Da wird das Phi definiert für den Baum. Das ist eine reelle Zahl, das ist eine richtige reelle Zahl, das ist nicht irgendwie. Und so weiter, also so ein paar Lemmas hier. Das ist jetzt nicht ganz so einfach. Und am Ende steckt man das alles zusammen. Tobias hat dann hier so sein Framework. Und dann ist das hier die Hauptsache. Also da ist so ein Interpretation, das ist ein bisschen so eine schematische Theorie, die instanziert wird. Das ist so ein allgemeines Framework. Da wird gesagt, das Potenzial ist das, was du gerade definiert hast. Hier ist dann irgendwo so Bewertungsfunktionen und so. Und das ist dann der Hauptbeweis. Und das ist dann so ähnlich, wie wir das gerade gesehen haben, also in diesen beiden Beweisen. Das ist ganz idiomatisches Isabel-Beweisen. Das ist das, was rauskommt. Und Tobias ist natürlich da der große Meister, das zu machen. Da gibt es dann auch schöne Papiere. Also wo ganze Algorithmenklassen in diesem Sinne formal behandelt werden, das beantwortet die Frage. Auch die Fragen, die wir bei Tim hatten, kann man sich alles bei AFP anschauen. Archive of Formal Proofs. Ich hatte dann auch Red Black und AA, A-Bäume und so weiter. Also da gibt es auch hier aktuelle was für den vorherigen Vortrag, das ist nicht bei AFP, sondern im regulären Isabel-Repository, also wenn man hier bei Documentation schaut, das ist dieses Manual, was ich vorhin erwähnt habe, wo dieses Paradigma erläutert wird für Anfänger. Hier sind jetzt die Libraries und da war was mit Data Structures, das sind auch neue Sachen und da sind RBTs und Red Black Trees, das sind 2-3 Bäume, die sind einfacher. Verwenden wir auch selber. Das sind 2-3-4 Bäume, die sind auch ein bisschen besser balanciert. Und dann hat Tobias auch so ein Framework, um das alles zu beweisen. Das kommt dann sehr kurz raus. Also die Red Black Trees mit dem Update und dem Delete hier. Das ist die ganze kommt, Definition quasi oben. Das sind aber dann ja, die, und dann ist hier der Beweis. Ja, das müsste man mal vergleichen. Hier ist eine Delete-Operation, das ist eine Delete. Das war mir jetzt auch neu. Ich bin nicht ganz sicher, was hier dieses Delete wirklich macht. Bei Red Black bin ich immer unsicher, was Delete überhaupt macht. Da gibt es auch sehr viel falsche Implementierung. Insofern ist dieses Papier von 14 interessant mal anzuschauen. In der Scala-Library werden Red Blacks verwendet und da hat irgendjemand einen C-Code portiert und das war dann falsch. Sicher. Ja, die haben, also das stand auch noch in dem Artikel drin, die haben dann den Haskell-Code nach Scala übersetzt, also fürs Löschen, was funktioniert, aber auch extrem unpassend ist, weil Scala einfach da nicht das geeignete Typsystem hat. Das sind jetzt die 2-3 Bäume hier. Und dann einen Fehler gemacht, oder?
Nee, also das ist wahrscheinlich schon okay, nur es ist nicht besonders, konzeptionell nicht besonders klar, auch sozusagen die Haskell-Implementierung, die Standard-Implementierung ist nicht besonders klar. Ja. Hier sind also die zwei, drei Bäume, die sind etwas einfacher und das ist die Deletion hier. Und dann beweist du, wie ist das alles durch. Also das ist sozusagen als Übung für den ersten Vortrag, kann man sich das da... Nee, aber wenn die 2, 3, 4 Bäume da sind, mit diesen Isomorph zu den Rot-Schwarz-Bäumen, dann kann man... Dann, also wenn dafür alles da ist, dann müsste man jetzt noch einen Beweis machen, dass die Isomorph sind. Es ist wahrscheinlich, ja, könnte man hier ein bisschen noch ergänzen. Ja, genau, also beziehungsweise keine 1 zu 1, genau. Ja. Der Source-Code ist offen. Was? Aber das kann man dann als bewiesen nicht mehr mit dieser komischen Lizenz veröffentlichen. Das stand da drin, gell? Achso, ja, richtig, das ist der. Ja, also das ist, ich sehe das immer nur, wenn diese Sachen reinkommen, weil ich auf meiner Maschine das ständig kontinuierlich checke. Und wenn dann dicke neue Sessions reinkommen, dann sehe ich, was für interessante neue Anwendungen kommen. Das ist also eine ziemlich dicke Sache hier, diese ganzen Datenstrukturen, wo jetzt da der ganze Zoo der typischen Sachen, die man in Vorlesungen bringt, komplett durchbewiesen sind. Kann man das Hohl auch komplett rauswerfen? Das Hohl? Ja, also nicht, weil man Hohl gibt ja schon sagen. Ja? Klar, gibt es ja auch hier in der Library. Also Mengenlehre oder auch irgendwas völlig anderes. Die sind dann halt nicht so stark entwickelt. Also hier unten ist, wo ist ein Miscellaneous? Nee, wo ist ZF ja. Irgendwo hier? Das war vor 20 Jahren mal interessant und dann hat es keiner weiterentwickelt. Das sind halt hier nur so ein paar Sachen. Hohl ist halt als Logik so ein guter Mittelweg. Von der Ausdrucksmächtigkeit und von der Denkfachheit ist es eine gute Mittelposition und dann kann man damit halt sehr viel dann machen. Aber ich habe einfach, also Kalkül, das logische Schließen sind mehr nicht, geht auch, ja? Also die Basis ist natürlich das Schließen, das hatte ich beim letzten Mal, das kann man bei YouTube anschauen, das habe ich das ein bisschen gezeigt. Es gibt auch Leute, die jetzt ganz andere Logiken machen, TLA Plus zum Beispiel, als persönlich mich jemand wieder zugefragt. Das ist dann so eine Temporallogik von Landport und März und das ist dann eine ganz eigenständige Logik innerhalb von Isabel, wo wohl ignoriert wird. Dann hat man halt diese ganzen Libraries nicht. Das AFP, diese Riesen-Library, basiert alles auf Hohl. Das ist rein zufällig so. Was ist denn Isabel geschrieben? Naja, also ML ist sehr viel, aber ML und Scala sind die Hauptimplementierungssprachen. Das ist so, man hat zwei verschiedenfarbige Socken und dann kann man so hin und her wechseln. Also Isabel, ML, Isabel Scala habe ich heute nichts gezeigt, haben wir auch keine Zeit mehr dazu. Die Korrektheit ist aber noch nicht bewiesen, nicht? Vom System selber nicht, das ist nochmal eine eigene Frage. Wir haben ein sehr komplexes System, einen sehr hohen Turm von Babel, und den durchzubeweisen ist relativ schwierig. Da gibt es dann andere Strategien, dass man sagt, wir generieren das alles aus und checken das separat in einem voll bewiesenen System. Und es gibt Leute, 3-4 Leute, die arbeiten seit ein paar Jahren daran, einen komplett durchbewiesenen ML-Compiler zu machen, plus so einen Beweiserkern. Und wenn das fertig ist, müsste man es noch skalierbar machen und müsste es bei uns so hinkriegen, dass wir alles sauber ausgenerieren können. Das sind ja riesige Mengen dann an Dingen. Da kaufen wir ganz viele Server. Ja, und dann können wir da hier Google Clouds irgendwie weltweit belegen. Ist es möglich, das zu machen? Und ich hoffe, das kommt, dass ein komplett durchbewiesener separater Kern, der das unabhängig checken kann. Isabel selber ist ein Turm, der ist so hoch, dass die meisten Leute nicht wissen, wie hoch der ist. Wenn die da oben stehen, sind die Wolken da und dann sieht man nichts, aber es geht sehr weit runter. All diese Aspekte zu beweisen, naja. Der Kork ist ja auch so. Aber darum haben wir also hier im Raum eifrige Leute. Der Kork selbst ist nicht verifiziert, aber es geht so einen Kern. Der Kork kompiliert eigentlich nur zu so einem Beweisdeprikat und dessen Korrektheit wird dort geprüft. Mhm. Oder kann nochmal separat geprüft. Das ist aber ein Performance-Problem. Ja, genau, aber das mit dem Auto hier auch. Ich meine, das Auto kann ja erstmal einen Preis ausspucken und den kann man nachher kontrollieren, ob der korrekt ist. Ja. Also da gibt es eine Implementierungstechnologie, das nennt sich LCF-Approach. Das ist wie so ein Mikrokern gemacht. Das Auto tut nicht irgendwas erfinden, sondern das geht durch solche System-Calls durch. Das wird zur Laufzeit, wird jeder Schritt gecheckt. Man nimmt an, dass diese Basisschritte richtig sind. Und das ist dann endlich viel Code, den man anschauen muss. Das ist aber ziemlich viel bei uns. Wir haben den größten Mikrokern der Welt. Es ist nur so, also wir haben diese, auch für das Netz da draußen, also die User empirisch, also es können User jahrelang das System benutzen und es ist nie irgendein Ausfall zu sehen, was die Logik angeht. Und da denken die User, das System kann nicht ausfallen. Es kann, und wenn man dann ganz komische Sachen denen zeigt, dass es auf ganz komische Weise Unsinn produzieren kann, dann sind die schockiert.
also das ist normal, das war schon immer so. Also wir haben es im Laufe der Jahrzehnte verbessert, dass die Ausfälle in der Praxis fast nie vorkommen. Es gibt User, die seit 10 Jahren das System benutzen und noch nie einen Ausfall gesehen haben. Ja, was heißt denn Ausfälle? Dass ich logisch völligen Unsinn kriege, dass ich da bei Auto schreibe und das stimmt gar nicht. Also rein empirisch halten die Leute das System für unfehlbar. Und das muss ich ganz klar fürs Netz sagen, es ist nicht unfehlbar. Es ist halt extrem unwahrscheinlich, dass man in der praktischen Anwendung jemals ein falsches Ergebnis kriegt. Was man ständig kriegt, ist, dass man Unsinn hingeschrieben hat, dass man was definiert hat, was in Wirklichkeit was ganz anderes ist, als man dachte. Und dann kriegt man richtige Theoreme über was ganz was anderes. Wie unterscheidet man das eine von dem anderen? Erfahrung. Naja, das eine tritt in der Praxis nie auf und das andere tritt ständig auf. Wenn man mal den Fall hat, dass es mal auftritt, was nicht auftreten sollte. Also es gibt wirklich Leute, die, also sogar eine Handvoll Leute, die solche Ausfälle mal gesehen haben. Die erkennen das, weil die genügend Erfahrung haben in der Formalisierung. Und wenn sie dann sehen, das ist völliger Bullshit und das ist false. Also es kommt halt hin und wieder mal vor, so. Alle 2 Jahre mal oder so, dass irgendjemand kommt und sagt, hier ist was völlig falsch. Es gibt das gute Beispiel mit so einem kryptografischen Protokoll, irgendwie die 4M aufgemacht oder was. Da dachten alle, dass es sicher sei. Dann wurde formal bewiesen, dass es sicher ist. Und dann wurde der Sicherheitslücke entdeckt. Der formale Beweis war schon okay, aber er hat halt nicht anschauliche Sicherheit bewiesen, er hat was anderes bewiesen. Ja, und dieses Problem, dieses Validierungsproblem, das ist also dieser Formalisierungsschritt vom Papier zur Theorie. Da machst du ständig massenhaft Fehler. Das macht auch hier bei der Sache, da habe ich mehrere Fehler drin gehabt, dass ich was anderes definiert habe. Deswegen macht man Beispiele, dass man den Verdacht erhärtet, dass die Definitionen das tun, was ich erwarte. Und je mehr man Theoreme macht, die dementsprechend, was man im Kopf hat, desto sicherer wird man, dass die Theorie, die man formal entwickelt, dem entspricht, was man im Kopf hat. Die letzte Sicherheit kannst du da nie haben. Das ist das Validierungsproblem in der formalen Logik. Das ist das eigentliche harte Problem. Dieser Übergang vom Informellen zum Formalen. Da gibt es viele Praktiken, was man da so macht, um das zu erhärten, dass es tatsächlich die formale Theorie das ist, was man haben möchte. Aber ich meine, das ist ja beim normalen Programmieren auch der Fall. Also ich meine, wenn der Compiler eine Fehlermeldung ausspuckt, dann gehe ich erstmal davon aus, dass ich einen Programmierfehler gemacht habe. Und eine geringe sehr Anzahl von Fällen war da ein Bug im Compiler drin. Zwei Wochen viel Weile. Naja, also Compiler-Bugs sind sehr, sehr viel häufiger als auch Scala. Scala-Compiler-Bugs sind sehr häufig. Eigentlich können wir das jetzt hier umbenennen, ne? Zu Scala-Bashing. Ja. Also das ist Routine. Der Beweiserkern hier hängt nicht von Scala ab. Scala ist, ich meine, das würde ist ich dafür nicht verwenden. Bei ML ist die Sprache hinreichend einfach, dass wir... Der kann auch Fehler, das haben wir auch historisch, haben wir Compilerfehler gefunden und wurden repariert, dass da plötzlich völliger Unsinn rauskam. Auf Multicore-Hardware kamen völlig falsche Werte raus oder sowas. Aber das ist sehr, sehr, sagen wir mal, die Compilerfehler sind häufiger als unsere logischen Kernausfälle. Aber insgesamt ist da so eine bestimmte Fehlermöglichkeitskette auch, und das hat eigentlich keiner bisher ordentlich untersucht, dass man das beziffert. Wie wahrscheinlich ist es, welche Art von Ausfall? Das wäre ein interessantes wissenschaftliches Projekt. Wenn man die Ausfälle nicht mal irgendwie stark... Also man kann ja die Ausfälle... Man hat ja keine Möglichkeit, die Ausfälle gegenzuchecken, gegen irgendwas, was man testen könnte, maschinell zumindest. Man könnte das Gehirn von dem Prof ins Netz laden. Kann man gesagt nicht, ne? Aber also ich habe ja vorhin gesagt, das System, Isabel, ist das System. Wir haben so unsere eigene Welt und die ist so pur und so robust, dass Leute denken, die ist unfehlbar. Also sprich, eine Auswahl ist auch korrekt, ja? Ja, natürlich, weil alles, was das System sagt, ist korrekt. Das ist eine adäquate Relativ. Kann man ja schon feststellen, wie man mehrere Fall verwendet. Ja. Ja. Ja, ja. Den anderen ist genau. Das ist und da hatten wir bis vor kurzem 2 Compiler. Und jetzt haben wir einen wegwerfen müssen, weil der nicht mehr mitkam. Faktor 100 langsamer als der andere. Jetzt haben wir nur noch einen Compiler, so wie Coxen wir jetzt. Jetzt werden wir nur noch einen Compiler haben. Also der Turm wird immer höher und immer schlanker nach oben.
und irgendwann fällt es dann alles zusammen. Ja, das ist nicht das Ziel, ja. Das Ziel ist, dass unser Turm länger hält als das globale Finanzsystem. Also ich glaube, ihr habt sehr gute Chancen mittlerweile. Damals sehr gute Chancen, deswegen bin ich ja auch mit dem Viktor immer am Diskutieren über das globale Finanzsystem. Dass wir daran arbeiten, unser Turm hält hier wesentlich. Ihr müsst ja gar nicht, ihr müsst gar nicht die antikapitalistische Aktion mit unterstützen, ihr müsst einfach nur warten. Nee, wir wollen ja das uns alle retten und nicht selbst das Zinsen auf die Weise. Ja, genau. Das kannst du rausschneiden, Tim. Jetzt müssen wir zur Straßenbahn. Applaudieren.